Das, was hier oben steht, diese vier Zeilen hier, die müssen wir uns nur einmal kurz angucken. Da müssen wir eigentlich jetzt nicht drüber nachdenken. Das erste besagt einfach, ich mache ein Fenster auf, was 400 mal 400 Pixel groß ist. Das zweite ist im Prinzip überhaupt nicht wichtig fürs Verständnis. Das besagt nur, es gibt verschiedene Arten, die Koordinaten von Rechtecken anzugeben in Processing. Und ich habe mir halt eine bestimmte Art hier ausgesucht. Das soll so heißen, dass die Hintergrundfarbe weiß ist. Also wenn ich Farben mit einer einzigen Zahl angebe, sind die immer als Grautöne gemeint. Und das soll bedeuten, dass die Füllfarbe so ein nicht ganz so dunkles Grau ist. 0 wäre schwarz und 50 ist halt so nicht ganz so schwarz. Also dieser Teil ist nicht so wichtig. Und was jetzt eigentlich wichtig ist, ist, den Rest habe ich ja auskommentiert. Wir zeichnen ein Rectangle, und weil wir, also ein Rechteck, und weil wir vorher hier diesen Rectangle Mode auf Center gesetzt haben, ist das folgendermaßen gemeint. Mit dem Mittelpunkt 0, 0 und der Breite 100 und der Höhe 100. Den malen wir jetzt in unser Fenster rein. Und wenn ich das jetzt hier hinzeichne, dann sehen Sie, hier ist mein 400 mal 400 Fenster und da oben ist der Nullpunkt, also hier, wo jetzt der Pfeil hin zeigt, ist die Mitte von dem Rechteck und wir sehen von dem Rechteck quasi nur das untere rechte Viertel. Ja, wir sehen jetzt nur nicht die volle Breite, sondern nur die halbe Breite, weil das ja normalerweise der Nullpunkt des Koordinatensystems ist. Ja. Und was ich jetzt möchte, ist, ich möchte, dass das Dreieck, Entschuldigung, das Viereck in der Mitte des Bildschirms gemalt wird. Erstens. Und zweitens möchte ich das dann auch noch ein bisschen drehen. Ja. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Und die übliche Art und Weise, das in Processing zu machen, und das ist nicht nur im Processing so, ist die, dass man jetzt nicht im Kopf umrechnet. Also, dass ich jetzt nicht sage, der Nullpunkt muss dann nicht in 0, 0 sein, sondern der muss in 200, 200 sein, sondern dass ich stattdessen das Koordinatensystem verschiebe und so tue, als würde ich in 0, 0 zeichnen, weil es dann viel leichter ist, mehrere Dinge miteinander zu kombinieren. Und das Schöne an Processing ist, dass man, das ist auch nicht nur im Processing so, aber hier auch, dass man zwischendurch immer gucken kann, was intern eigentlich gemacht wird. Also intern führt Processing quasi Buch und führt so eine Transformationsmatrix in homogenen Koordinaten mit, die man sich immer wieder angucken kann, wenn man möchte. Und wir können ja vielleicht mal damit anfangen, dass ich mir die Transformationsmatrix anschaue, wenn ich gar nichts transformiert habe. Dann sieht das einfach so aus, dass Sie hier unten die Einheitsmatrix sehen. Allerdings ist das gar keine 3x3-Matrix. Wieso das denn? Ja? Gesagt, dass die letzte Zeile nur weggelassen wird. Genau, das hatte ich letztes Mal gesagt. Wenn die letzte Zeile weggelassen wird, nicht wundern, weil wir ja wissen, dass da ohnehin 001 steht. Also hier müssen Sie jetzt in Gedanken immer 001 dazu schreiben. Und wenn Sie 001 dazu schreiben, dann ist das einfach die Einheitsmatrix. Das bedeutet, ich habe ja noch gar nichts verändert, darum gibt es auch nichts zu sehen, quasi. So, und was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist, ich hatte ja gesagt, ich möchte das Ding ein bisschen verschieben, bevor ich es zeichne. Also verschiebe ich jetzt mal erstmal nur nach rechts. Translate, Translation, um 200 nach rechts und auf der Höhe ändere ich nichts und zeichne dann das Bild. Dann sieht das folgendermaßen aus. Jetzt habe ich also meinen Koordinatenursprung, der vorher hier lag, hierhin verschoben. Jetzt wird das Rechteck logischerweise hierhin gemalt. Jetzt kann ich mir dazu auch wieder die Matrix anzeigen lassen. Ist nicht so richtig responsive, würde ich sagen. So. Und Sie sehen hier unten, jetzt habe ich hier so eine Verschiebematrix, wie wir sie auch von homogenen Koordinaten kennen. Hier stehen also rechts jetzt steht der Vektor 200, 0, um den ich nach rechts verschoben habe. Und jetzt kann ich zum Beispiel zwei Verschiebungen kombinieren. Ich kann also sagen, erst, oder ich nehme vielleicht erstmal testweise nur eine. Also ich lasse diese eine Verschiebung wieder weg und mache stattdessen eine Verschiebung nach unten. Und hoffentlich dauert das Bild mal nicht so lange. Jetzt habe ich nach unten verschoben, jetzt ist der Nullpunkt hier. Und entsprechend sieht die Verschiebematrix wieder anders aus, ist ja auch logisch. Und natürlich kann ich das jetzt auch kombinieren, das haben Sie sich schon gedacht. Ich könnte zum Beispiel beide Verschiebungen nacheinander ausführen. Und natürlich bekomme ich dann nur eine Verschiebematrix. Also jetzt habe ich eine, in der die Gesamtverschiebung hier drin steht. Erst um 200 nach rechts und dann um 200 nach unten oder umgekehrt, wie immer Sie sich das vorstellen wollen. So, und jetzt kommt natürlich das eigentlich Interessante. Ich möchte das Ding drehen um Pi Sechstel, also um 30 Grad. Ich mache das aber erstmal. So, dass ich alles andere auskommentiere. Ich habe also nur
eine Verschiebung, Entschuldigung, eine Drehung meines Koordinatensystems um Pi Sechstel und dann zeichne ich mein Rechteck. Und jetzt denken Sie mal kurz nach, was Sie sehen werden. Und dann zeichne ich das mal. Ist es das, was Sie erwartet haben? Hier oben ist ja der Nullpunkt. Weil ich nicht verschoben habe, ist hier oben der Nullpunkt. Und hiermit ist natürlich gemeint eine Drehung um Pi Sechstel um den Nullpunkt rum. Um das, was gerade der Nullpunkt ist. So haben wir ja, sind wir ja auch umgegangen mit der Zusammensetzung von solchen Abbildungen. Das ist jetzt mathematisch gesehen so ein bisschen in die falsche Richtung gedreht, aber das hängt natürlich damit zusammen, hatte ich ja schon angesprochen, dass auch das Koordinatensystem natürlich falsch ist. Eigentlich müsste ja 0, 0 nicht hier oben links, sondern unten links sein aus mathematischer Sicht und darum drehen die auch falsch rum. Da kann ich nun leider auch nichts dran ändern. Aber jedenfalls entspricht also das erstmal einer ganz simplen Drehung um 30 Grad und natürlich können wir uns auch dafür die Matrix anschauen. Und dann sehen Sie hier eine Drehmatrix. Ne? Das Ding, genau diese Drehmatrix haben Sie ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Hier haben Sie minus 1,5 und 1,5. Das war unsere Beispielmatrix, die wir schon ein paar Mal hatten. So, und jetzt setzen wir halt diese ganzen Sachen zusammen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir verschieben erst und danach drehen wir. Und dann drehen wir halt um den Nullpunkt, wo immer er gerade ist. Das heißt, Sie bekommen dann folgendes Bild. Das hier. Wir haben erst den Nullpunkt hierhin verschoben, dann haben wir um 30 Grad gedreht und dann bekommen wir eine zusammengesetzte Matrix, in der hier die Drehung drin steht und hier steht die Verschiebung drin. Also alles, was wir gemacht haben an Operationen, ist jetzt zusammengefasst in einer einzigen Matrix. Und da können Sie jetzt noch einen draufsetzen, weil diese Matrix ja immer noch relativ simpel ist. Hier kann man ja quasi die einzelnen Teile noch ablesen. Sie können jetzt sagen, okay, ich habe verschoben, dann habe ich gedreht und danach verschiebe ich nochmal. Das inzwischen gedrehte Koordinatensystem. Zum Beispiel nochmal 100 nach rechts. Überlegen Sie auch erstmal wieder, was Sie jetzt erwarten zu sehen, wo das Ding jetzt hingeschoben wird. Das wird nicht nach rechts geschoben. Denn die Achse sieht ja so aus, das ist ja die Achse hier, ne? Nach der Drehung ist das meine X-Achse. Und wenn er jetzt um 100 in Richtung der X-Achse verschiebt, verschiebt er das ganze Ding nach hier. Aber wichtiger ist eigentlich, dass wir uns dieses Ding hier angucken und sehen, dass hier jetzt auf einmal eine ganz komische Zahl steht, auf die wir wahrscheinlich so im Kopf nicht gekommen wären. Brauchen wir aber auch nicht, weil das einzig Wichtige ist, zu verstehen, wie dieses Ding hier entstanden ist. Dass also Processing die ganze Zeit für jede von diesen einzelnen Operationen einmalig eine entsprechende homogene Matrix erzeugt hat und die alle immer schön brav miteinander multipliziert hat. Man muss sich also eine einzige Matrix merken und in dieser einen Matrix ist all das hier kodiert. Und ich hätte da jetzt halt noch weitere Operationen reinpacken können, die auch noch mit da drin gewesen wären. Was man zum Beispiel auch machen kann, das war jetzt für die Vorlesung gar nicht relevant, aber es gibt auch eine Operation, ich glaube, die müsste Scale heißen, Gesundheit. Die bedeutet, dass man irgendwas mit einem Faktor mal nimmt. Zum Beispiel sagen wir mal, ich mache das Quadrat, was ich da zeichne, größer um den Faktor 2. Ich hoffe mal, dass das die richtige Syntax ist hier. Jetzt sehen Sie, den habe ich nach den ganzen Operationen das Ding aufgeblasen und das taucht jetzt auch hier in der Matrix mit auf. Ne? Also Sie können auch für so ein Skalieren ist ja auch nichts weiter als eine lineare Abbildung. Da können Sie also auch einfach wieder die entsprechende 2x2-Matrix dafür hinschreiben. Das ist einfach eine Diagonalmatrix, in der steht 2, 2 und sonst nur Nullen. Und die nehmen Sie als letztes mit dem Mal, was Sie schon hatten. Dann bekommen Sie das hier. Und ja, wie gesagt, ich würde Ihnen vielleicht vorschlagen, dass Sie sich mal Processing runterladen, da ein bisschen mit rumspielen. Und wenn Sie hier, ich glaube, hier ist die Syntax, hinterschreiben sowas wie P3D, also Processing 3D, dann können Sie die ganzen Beispiele auch mal im Dreidimensionalen nachvollziehen.